Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Lehrer Läusl lehrt. Heute endlich einmal in der Schule. Das taugt mir endlich wieder vom Zaus weg. Ich habe es eh schon immer ausgehalten. Und habe mir gedacht, ich erzähle euch eine. Mein Gott, nein, das ist auch etwas. Kennt ihr das? Liebe Kinder, wenn wir zur Kaffeemaschine, ihr trinkt noch keinen Kaffee, aber die Kollegen wahrscheinlich, gell? Jedes Mal, wenn man hinkommt, ist immer irgendwas Wasser nachfüllen oder was auch immer. Aber ich sage euch was, macht man gern, füllt man nach, kriegt man einen neuen Kaffee. Auf jeden Fall wollte ich euch erzählen, gell? Wart's ein bisschen? Jetzt geht's. Wollte ich euch erzählen, ich muss mich bei euch entschuldigen, liebe Kinder. Vor 1,5 Monaten habe ich einmal so nachgefragt, ja, was wollt ihr einmal werden, gell? Da hat einer von euch, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, hat er gesagt, ja, ich werde YouTuber. Habe ich gesagt, ja, so ein Blödsinn. Und seht, jetzt bin ich mittendrin in dem Ganzen. Eine gerutscht, mir passiert, und schau mal, siehst du das, wie erkennt man YouTuber? Der hat's Kappel gerade auf, nicht Bogen, so wie ich immer gesagt habe. Nein, gerade muss das sein, schaut blöd aus, aber ist komplett wurscht, gell? Und jetzt, müsst ihr euch schon, schaut, das ist auch ein Noah, da, ein Kollege, kannst du eh nichts machen, gehst jetzt auch schon, gell? Auf jeden Fall, so ein Blödsinn muss der wieder aufhören. Na, kommt's mit, lass ihn. Geh weg mit dem Dreck, mit der Blöden. Du, Abstand halten, geh weg! So. Frau Kamerafrau, so, danke, das ist Öffentlichkeit, hey, auch, bleib da, geh weg! So, ich sage ja, ich habe lauter Norm, aber das ist gut, den haben wir jetzt verewigt. So, jetzt die heutige Aufgabe. Liebe Kinder, ich habe für euch ein Comic. Ja? Jetzt sieht man das wahrscheinlich schlecht, das macht aber nichts, denn, ich sage euch was, ich habe das auf meiner Homepage, lehrerläusellehrt.at, für euch unter Werkzeuge abgelichtet oder wie sagt man da draufgestellt, den ganzen Plätzchen. Und da gibt es heute eine besondere Aufgabe, das ist eine Zeichnung von einem Riesenkünstler. Vielen Dank dafür, lieber Lukas. Ich kann ihn nicht zeichnen, aber er kann zeichnen. Der erzählt eine Geschichte. Was ist deine Aufgabe für heute? Was musst du machen? Ich möchte eine super Mathematik-Story, wo der Lehrer Läusl vorkommt. Ja. Schreib mir ein paar Sätze, schauen, was da geht. Da geht es um einen rechten Winkel und ums Parallelsein und so weiter, warum das wichtig ist. Schreib mir eine Story, eine halbe Seite genügt, schönste Schrift, perfekt und schick mir es. Ich darf mich freuen. Und wie gesagt, da kannst du ruhig ein bisschen an Plätze nachschreiben, gell? Übrigens, meine Kamerafrau heute, die ist ein Traum. Die reißt jetzt an, dass sie auch nicht lacht. Und ich sag da was. Eins muss ich da mal. Er da hinten zum Beispiel, der hat beim Versteckernspiel gewonnen bei uns in der Schule. Das taugt mir. Der steht eh schon länger da. Also, danke, dass ihr wieder dabei seid. Und es tut mir leid, der Störefried, den schneide ich eh raus, oder nicht? Habe die Ehre und Papa.